Was müssen wir im Sommer eigentlich angeln? Auf jeden Fall den Stör und den Buntbarsch im Idealfall. Dein Orangenbaum konnte letzte, was? Königin der Soßen. Omelette, das ist so ein einfaches Gericht, wird aber oft falsch zubereitet. Ein perfektes Omelette ist eine Schönheit. Es ist ein purer goldener Engel aus schimmernden Eiern und ich zeige dir meine geheime Technik, aber das kennen wir doch schon, ja. Da kommt man sich leicht verarscht vor. Wetterbericht, ich gucke jetzt auch Wetterbericht. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Ja, fuck you. Ich hätte echt gerne schon, Penny, dieses Amulett da geholt. Ja, komm, nehmen wir Ziege. Nehmen wir gute Ziege. So. Zack. Ja, so ist das. So ist das Leben hier im Sterntautal. Warte mal, diesmal könnten wir uns eigentlich auch hier drauf vorbereiten, aber das braucht auch wieder Kohle. Das ist ganz schön teuer, ey. Ja, komm, nicht rumheulen, oder? Oder riskieren wir es? Oh, guck mal, der Schornstein. Aber Kamin im Frühling ist auch Blödsinn, aber ich lasse ihn jetzt erstmal laufen. Ja, komm, lassen wir das erstmal mit dem Vogel scheuchen. Und da wird schon wieder nach Pilzen gegraben. Ich möchte das Ei haben, danke. So. Die größte Mayonnaise-Produktion in Stardew. Hier im Sterntautal und so. Okay. Was sagt das Futter? Okay. Und wieder zwei Dinosaurier-Eier. Beklagen wir uns nicht. Dafür haben wir die Stallung ja gebaut. Am Ende des Tages. So, du bist gerade reingeschlichen. Habe ich doch richtig gesehen, ja. Hochqualitative Federn, die wir hier geschenkt bekommen. Wie gesagt, die Bohnen, die gieße ich jetzt nicht mehr. Alleine schon auf blauen Dunst, dass die im Sommer eh nicht mehr tragen. Und selbst wenn die tragen, dann reißen wir die weg. Oh, warte, nein, 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 rein da. Und warum bin ich jetzt überhaupt runtergegangen, weiß ich selber nicht. Gut, weil ich halt hier schon drin. Wir müssen ja hier weitergehen. So, habt ihr Pfoten und so? Jo. Einmal eine Runde Pfoten. Und Wolle. Das sind echt mutantenmäßige Kaninchen, ey. So viele Pfoten, wie die abschmeißen. So. Keine Ahnung, warum ich gerade runtergegangen war zu dem anderen Stall. Passiert aber im Let's Play halt, wenn man labert, also wenn man kommentiert und spielt, aber das wisst ihr ja auch alles bereits. So. Da passieren solche Dinge. Dann bereite ich mich schon mal für den anderen Stall vor, wegen Hühnereier. So. Okay. Ja, ich möchte doch auch das andere Moment. Warte kurz. So. Rein in den Stall. Von denen ist keins drin, das finde ich gut. So prinzipiell. So.
Zack, zack. Und Mayonnaise. Nein. Du sollst dir kein rohes Ei reinballern, Bruder. So. Okay. Ja, bei den Schafen müssen wir ja nicht mehr rein. Mal wieder schön Käse machen. Nein. So. Okay. Ab zu den Ziegen. Gottes Willen, ey. Wow. So, warte. Da war das hektische Klicken wieder am Start. So. Bumm. Warte. Bumm. So, da waren wir drin. Die verteilen sich hier aber auch gut, die ganzen Tiere. Ah ja, mit unserem Obstbaum war ja irgendwas. Da muss ich auch nochmal gucken. Ja, wie gesagt, alle Tiere erwischt. Mann, alle Tiere erwischt man eh nicht. Ja, ich möchte doch nur die guten Trüffel, die ihr da gefunden habt. Was auch gar nicht übertrieben ist. So. Den reiße ich jetzt hier aber nieder. Der hat ja hier gar nichts drin zu suchen. So. Fische, da ist soweit alles okay. Hier sind immer noch keine Bienen. Und da werden wieder fleißig Trüffel ausgegraben. Wie gesagt, die lassen wir jetzt einfach. Warte mal, kann man die eigentlich schon wegsichern oder so? Oder muss man die so wegreißen? Ah, okay. Dann mache ich die jetzt auch schon mal weg. Ob die jetzt im Sommer noch tragen oder nicht, ich hätte die sowieso weggemacht. Na, gucke mal da. Lehm, sehr schön. So. In Ingame, da muss man ja auch ein bisschen drauf achten. So. Okay. Das hätten wir geklärt. Ist hier was Wichtiges drin? Nein. Dann ab auf Pegasus. Ganz kurz die Sachen ablegen. Ey, du sollst ins Haus gehen, Kollege. So. Ei. Ei. Trüffel. Gut. Der Rest ist wieder für draußen. Zack. So. Das ist hier. Ah ja, warte mal, die großen Eier doch auch. Ah ja, das muss noch in die andere Kiste. So. Gut, das hätten wir. Dann reite ich jetzt runter zum Obstbaum. Ich habe leider nicht schnell genug reagiert, was da stand. Mist, ey, ich will wissen, was da stand. Liegen hier irgendwo Trüffel rum oder so? Hier auf jeden Fall. Ja, wir reiten gleich zu Penny. Ey,
Ey, das Ausmaß ist viel zu heftig mit den Trüffeln. Alter. Vielleicht wollen wir uns ja irgendwann mit einem Charakter anfreunden, der Trüffel liebt. Dann haben wir auf jeden Fall auch gut was zu verschenken. Guckt euch das an, ey. So. Okay. Auf zu Penny. Aber vorerst... Cool, hat sich gelohnt. So. Heute wird sie nicht beim Spielplatz sein, das wäre komisch. Sie wird aber gleich hier auftauchen, sag ich doch. Warte kurz. Ach, guck mal, wir können ja sogar wieder Geschenke machen. Danke dir, ich stehe total auf sowas. Ich will wirklich unsere Wohnung sauber halten, das kennen wir schon. Okay. Eiskalt, da. Ich höre dir gar nicht zu. Sprich mit der Hand oder so. Okay, gut, das haben wir. Dann würde ich sagen, Crab-Körbe. Ich reite erst hier runter. Da sind Würmelis. Ja, und hier ist quasi nur Müll drin, so gesehen. Liegt hier sonst noch irgendwas Weltbewegendes? Okay, das hat er also auch schon. Muss wohl vor der... Aha, okay. Muss wohl vor Jahrhunderten und so. Das hat er auch schon, soweit ich weiß. Ja, ein Seestern. Nehmen wir den Quatsch auch mit. Okay. Das wäre das. So. Dann Hottehü. Scheppern wir hier hoch. So, gucken wir mal hier oben. Was es hier so schönes. Oh, warte. Was es hier so schönes gibt und gab. Ja, die haben wir auch schon gefühlte 3 Millionen Mal. Ja. Ja, hier ist die Ausbeute ein bisschen besser wenigstens, ne? Jawohl, in der einen Dings war eigentlich... ist es okay, eigentlich ist es okay. Gut, wenn ich jetzt eh hier bin, gucke ich, ob da so ein seltener Stein liegt. Ich schätze aber beinahe... Nein. Ist hier irgendwas, was wir... Nö. Seltener kringeliger Stein. Warte, ich steig kurz ab. Nö, sieht nicht danach aus. Nö. Die lasse ich dann auch erstmal hier liegen noch, die Steine. Da kann ruhig erstmal alles respawnen. Das ist okay. Dann zurück zum Hof. Und ja, wie gesagt, mich ärgert, dass ich nicht gelesen habe, was mit unserem einen Obstbaum ist. Vielleicht stand da nur, es ausgewachsen. Vielleicht stand aber auch, dass der irgendwelche Beschädigungen hat oder so. Ich weiß es halt nicht. Werden wir noch sehen. Spätestens im Schnitt, wenn ich dran denke, werde ich es auch sehen. Was da stand. Aber vermutlich werde ich nicht dran denken. Schätzungsweise. So.
Dann reite ich nochmal hier lang. Vielleicht stehen die hier auch einfach falsch. Ich habe keine Ahnung. Werden wir auch noch sehen. Aber es steht ja auch keine anderen vorbei, ne? Dass man da irgendwie... Nö, stell es draußen auf und warte auf leckeren Honig, außer im Winter. Vielleicht braucht es auch ein paar Tage, bis sich da welche ansiedeln. Wäre ja nicht mal so abwegig. Warte, ich guck nochmal nach den Bäumen. So, liegen hier noch Trüffel? Ja, natürlich. Warum frage ich überhaupt? Warum frage ich denn überhaupt? So. Ich möchte auch nur das Material einsammeln. Na, nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Ach herrje. Ach herrje. So. Na. Nippon. Nippon hatte ich auf jeden Fall auch einmal in meiner Stadio-Aufnahmepause mir gekauft. Sind lecker. Gehen immer gut runter eigentlich. Geile Nascherei. Aber gut, mit Reiswaffeln, mit Schoko überzogen, was soll man doch großartig falsch machen, ne? So. Zack und zack. Knack und back. Müll, Müll. Müll. Dann... Hier war auf jeden Fall der Spaß drin. Und hier war dann dementsprechend der Spaß drin. So. Dann warte mal. Das ist die Artefaktkiste, ne? Und die hier. Aber ich würde sagen, den Tinne verkaufe ich. Sind die hier drin? Warte. Habe ich nicht aufgehoben. Ja komm, verhökern wir auch. Was soll das? Was soll das? So. Dann die Muschelkiste. Aha. Das ist für den Kühlschrank. Ja, warte. Dann hier noch. Da kommt der Quatsch rein. So, gute Nacht, Pegasus. Warte mal. Ja, hier waren ja nur Fertigsachen drin. Und Milch. So, hier und da. Und Fisch und Fisch und Fisch. Sehr gut. So, Käse noch schnell in den Keller. Ach, was mache ich denn da für einen Quatsch? So. Okay, dann mache ich noch den Kamin aus. Weil ja im Sommer... Wir haben eigentlich auch noch Sofas und so. Also wir können die Bude noch richtig geil einrichten. Wir könnten theoretisch auch den Fernseher nach hier stellen. Dass das hier so ein gemütliches Eckwohnzimmer wird. Aber das ist zum Hinlaufen halt immer blöd. Man kann aber auch Fernseher kaufen. Vielleicht kaufen wir halt einfach mal einen Fernseher. So. Was ist denn mit dir, mein Großer? Ich gehe ja gleich ins Bett. Ja, 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 ist ja gut. So, warte, 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 warte. So. Das finde ich ganz schick. Dann hier vielleicht ein Fernseher hin, hier irgendwie ein Sofa. Kann man Sachen rotaten bestimmt. Hier können wir eigentlich auch noch Wandbilder hinmachen, aber nicht unbedingt das eine da. Wir könnten auch... Warte mal. Ah, ja, so kann man rotaten. Das machen wir aber jetzt nicht mit der Holzbank hier.
Das wollte ich wissen. So, dann machen wir mal hier schön Fensterchen hin. Hier macht das Fenster eigentlich auch relativ wenig Sinn tatsächlich. Außer man will quasi ins Kinderzimmer rüber gucken. Als Erklärung quasi. Deswegen würde ich sagen, hier die Fenster hin, hier dann den Fernseher. Irgendwann. Die würde ich jetzt erstmal wieder. Na komm, hier hin böllern. Ja gut, ich sollte ins Bett gehen. Ich sehe gerade 1:30 Uhr. Ja, dekorieren können wir dann immer noch. So, ab ins Bett. Oh nein, und jetzt ist Sommer. Das heißt, wir müssen Felder vorbereiten, wir müssen Sachen kaufen. Oi, 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 oi. Das wird lustig.